Ciao und herzlich willkommen zu einer neuen Italienischstunde. Heute lernen wir 40 Ausdrücke mit ne. Lasst uns anfangen. Ne ho fin qui. Mir steht es bis hier. Ne sei sicuro? Bist du dir sicher? Ne più ne meno. Nicht mehr und nicht weniger. Ne abbiamo già parlato mille volte. Wir haben schon tausendmal drüber gesprochen. Ne riparliamo con calma. Wir besprechen das noch einmal in Ruhe. Non te ne andare. Geh nicht weg. Ne vale la pena. Es lohnt sich. Sai, non me ne sono accorto. Weißt du, das habe ich gar nicht gemerkt. Das ist die männliche Variante. Wenn ihr aber eine Frau oder ein Mädchen seid, dann müsst ihr sagen, sai non me ne sono accorta, mit A hinten dran. Vuoi veramente dirmi che non ne sapevi nulla? Willst du mir wirklich erzählen, dass du von nichts wusstest? Che cosa me ne faccio? Was soll ich damit? Cosa ne dice? Was sagen Sie dazu? Oder die Du-Form? Cosa ne dici? Was sagst du dazu? Se ne parla molto. Es wird viel darüber gesprochen. Non ne ho voglia. Ich habe keine Lust darauf. Und hier ein kleiner Unterschied. Wir können auch einfach nur sagen, non ho voglia. Ohne das Wort ne. Das ist richtig und dann bedeutet es, ich habe keine Lust. Wenn wir das ne einfügen und sagen non ne ho voglia, dann sagen wir, ich habe keine Lust darauf oder ich habe keine Lust dazu. Meistens, aber nicht immer, wird ne deswegen mit darauf oder dazu übersetzt. Die Mathematica ne so zero. Von Mathematik habe ich null Ahnung. Ma che te ne importa? Was kümmert dich das? Non me ne importa niente. Das ist mir vollkommen gleichgültig. Non ne ho colpa. Ich bin nicht daran schuld. Ne faccio a meno. Ich verzichte drauf. Quanto ne abbiamo oggi? Das ist eine italienische Redewendung und bedeutet, den wievielten haben wir heute? Ma che ne so. Was weiß ich davon? Chi se ne importa. Wen kümmert es? Non ne ho il tempo. Ich habe dafür keine Zeit. Non se ne parla nemmeno.
Das kommt überhaupt nicht in Frage. Oder man kann auch sagen, non se ne parla proprio. Was ebenfalls bedeutet, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ne gradisce ancora. Möchten Sie noch mehr? Oder mit der Du-Form. Ne gradisci ancora. Möchtest du noch mehr? Adesso ne ho abbastanza. Jetzt habe ich genug. Non risparmiare né costi né fatica. Weder Kosten noch Mühe scheuen. Ne vedremo delle belle. Das wird ja heiter. Ne ha le tasche piene. Er hat die Taschen davon voll. Non ne posso più. Ich halte es nicht mehr aus. Chi più ne ha, più ne metta. Und so weiter und so fort. È meglio che te ne stia alla larga. Es ist besser, wenn du dich davon fernhältst. Che ne pensi? Was denkst du drüber? No, non ne ho paura. Nein, ich habe keine Angst davor. Ne ho bisogno. Ich brauche es. Oder ich benötige es. Ne avevo bisogno. Das brauchte ich. Oder das hatte ich nötig. Ne abbiamo già due. Wir haben schon zwei. Ne siamo usciti fuori. Wir sind da herausgekommen. Ne sono rimasto meravigliato. Ich bin davon verzaubert geblieben. Ne sono rimasto colpito. Ich bin davon verwundert geblieben. Ne prendo due. Ich nehme zwei davon. Pio ne ha fatti molti di errori. Pio hat schon viele Fehler gemacht. Non ne ho. Ich habe davon nichts. Ne prendo tre chili. Ich kaufe 3 Kilo davon. Ne sono certo. Ich bin davon überzeugt. Non avere né tetto né patria. Bedeutet wortwörtlich weder ein Dach noch eine Heimat haben. Bedeutet sinngemäß heimatlos umherirren. Ne avviste di cotte e di crude. Bedeutet wortwörtlich, er, sie hat gekochtes und rohes gesehen. Bedeutet sinngemäß, er oder sie hat die unglaublichsten Dinge gesehen. Ne ho visto di tutti i colori. Bedeutet wortwörtlich, ich habe sie in allen Farben gesehen. Und bedeutet sinngemäß, ich habe die unglaublichsten Dinge gesehen. Morto un papa, se ne fa un altro.
Das ist ein italienisches Sprichwort und bedeutet wortwörtlich: Wenn der Papst gestorben ist, dann wird ein neuer gewählt. Und der Sinn davon ist: Niemand ist unentbehrlich. Ne ho detto di tutti i colori. Bedeutet wortwörtlich: Ich habe es in allen Farben gesagt. Und bedeutet sinngemäß oder wird verwendet, wenn man stark beleidigt oder geflucht hat. Un discorso senza capo e senza coda. Bedeutet wortwörtlich: Eine Rede ohne Haupt und ohne Fuß. Und bedeutet sinngemäß: Konzeptloses Herumreden. Für alle, die es interessiert, ich habe schon einmal ein Video zum Wort ne gemacht. Allerdings bin ich in dem Video mehr auf den grammatikalischen Aspekt eingegangen. Ich verlinke euch das Video unten in der Videobeschreibung. Grazie mille. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Lektion gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ciao, bis zum nächsten Mal.